Hinter mir befindet sich ein über 200 Jahre alter Wald, dem 60.000 Bäume für eine Startbahnverlängerung des Braunschweiger Flughafens zum Opfer fallen sollen. So möchte unter anderem die Geschäftsleitung eines großen niedersächsischen Automobilkonzerns direkt hier von Braunschweig in ferne Länder starten und das nicht vom benachbarten Flughafen Hannover aus tun. Die Bürgerinitiative Braunschweig meint daher, hier ist kein Kompromiss ausgearbeitet worden, der eine Balance zwischen der Fällung von 60.000 Bäumen und ein bisschen mehr Bequemlichkeit herstellt. Wir glauben daher, dass die großen Konzerne alles in ihrer Macht Stehende tun sollen, um hier einen Ausgleich zwischen den eigenen Interessen und dem Umweltschutz zu finden.